Also ungewohnt für Alex Wilson auf Bahn 1, neben ihm Andreas Baumann. Sein erklärtes Ziel, noch einmal im Final mit dabei zu sein. Falls er nicht im Final mit dabei ist, wird er uns dann hier begleiten auf der Kommentatorentribüne. Und Andreas Baumann sehr gut weggekommen am Start. Jetzt ist es Alex Wilson, der da das Zepter in die Hand nimmt. Es ist Wilson, der gewinnt. Wilson mit 10,50 bei Gegenwind von 0,3 Meter pro Sekunde. Und dann war es auf der 5, Sylvain Jouard, der auf dem zweiten Platz eingelaufen ist. Also diese beiden direkt qualifiziert. Und dann wurde es eng um den Platz 3. 4 und 5. Ivan Strebel sitzen geblieben am Start, hat sich da vom Altmeister Andreas Baumann abkochen lassen.